Moin, ihr Lieben. Ich habe noch mal Niederegger für euch. Und zwar aus dem Sortiment Männersache. Apple Bourbon. Da freue ich mich schon richtig drauf, die auszuprobieren. Ich hatte in meinem vorherigen Video Niederegger Praliné-Riegel Whisky Cola und in einem anderen Video Nougat Espresso Shot schon gezeigt. Und also der Nougat Espresso Shot, der hat mich quasi umgehauen, der war richtig lecker. Die Whisky Cola Praliné, die war mir ein bisschen zu Whisky-lastig. Also ich bin überhaupt kein Whisky-Trinker, deswegen bin ich auch auf diese Schokolade total gespannt, wie die mir schmecken wird. Genau, die habe ich auch bei Kaufland bekommen. Und zwar hat mich die Tafel 2,25 Euro gekostet. Das finde ich schon also ziemlich viel Geld. Genau, aber gucken wir uns einmal die Nährwerttabelle an. Genau, ist eine 100 Gramm Tafel. Und was erwartet uns hier? Gefüllte Vollmilchschokolade mit Apple Bourbon Whisky, Marzipan. Und ich würde sagen, wir öffnen das gute Stück einmal. Vollmilch in Kombination mit Marzipan. Ich liebe es. Wow, so sieht das schon mal aus. Also optisch schon mal richtig, richtig lecker. Wow. Also die ist super, super, super lecker. Oh, die ist so lecker. Oh, wirklich. Also die ist echt der Oberknüller. Man schmeckt da richtig den Apfel noch raus. Es ist sowas von lecker in Kombination mit dem Marzipan und der Vollmilchschokolade. Den Bourbon schmeckt man zwar auch, aber eher dezent und nicht so intensiv wie bei dem bei der Praline Whisky Cola. Das ist der Oberknüller, richtig lecker. Und da ist jetzt viel Vollmilch dran, Moment. Hier an dem ersten Stück, finde ich, stimmt das Verhältnis nicht so ganz. Das ist so die erste Reihe, also dieses Eckstück hier. Sieht man ja, das ist hier so das Eckstück gewesen. Und da finde ich, ist jetzt hier sehr viel Vollmilchschokolade und nur so ein bisschen Marzipan. Es schmeckt trotzdem, es ist göttlich. Es ist sowas von... Oh. Also so eine leckere Schokolade habe ich lange nicht gegessen. Die ist echt wirklich richtig gut. Die müsst ihr wirklich unbedingt mal ausprobieren. Also wie gesagt, ich bin auch kein Mensch, der jetzt viel, eigentlich gar nicht, diesen extrem harten Alkohol trinkt, wie jetzt hier diesen Whisky zum Beispiel. Aber der ist in dieser Schokolade wirklich nur am Rande wahrnehmbar.
Es ist so lecker mit dem Apfel und dem Marzipan, saftig und oh. So, jetzt kriege ich mich mal wieder ein. Nein, also Spaß beiseite, die schmeckt wirklich richtig gut. Da kann ich wirklich nur empfehlen, teste die unbedingt mal aus. Ich bin schwer begeistert. Natürlich ist der Preis nicht ganz ohne. Mit, was hatte die gekostet? 2,25 Euro. Aber die ist ihr Geld auf jeden Fall wert. Wenn man sich mal wieder was richtig Gutes gönnen will oder wenn man was Feines, Leckeres, Außergewöhnliches verschenken will. Also ich habe in der Form noch nie Apple Bourbon Marzipan Schokolade gegessen. Absolut was ganz Neues für die Geschmacksknospen und extrem gut gelungen. Kann ich echt beide Daumen nach oben. Das ist definitiv mein Favorit von dem Männersachen-Sortiment. Genau, ich weiß nicht, wie ihr die empfunden habt oder ob ihr die überhaupt schon mal probiert habt. Schreibt mir das wirklich gerne mal in die Kommentare. Also mich hat die völlig, völlig beeindruckt. Ich bin total geflasht und würde sie mir auf jeden Fall nochmal wieder kaufen. Wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ansonsten Thumbs up, Daumen nach oben und abonniert gerne auch meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. Moin ihr Lieben, ich habe hier heute was ganz Besonderes von der Firma Niederegger und zwar Männersache, Whisky Cola.